Meine Damen und Herren, es freut mich, Ihnen wieder zu willkommen hier bei GeoPetra. Auch heute werden wir wieder kurz eine Mauer besprechen und diesmal ist das der Steintyp Alpe. Alpe ist ein rustikaler Steintyp, wo wir unregelmäßige Steine verlegt haben mit horizontalen Steinen, um das zu brechen. Wir haben eine Mischung gemacht von verschiedenen Farben, wo wir dann auch die speziellen Farben mit Rosteffekt benutzen. Für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass wir am Ende ein sehr natürliches Resultat bekommen. Es ist sogar wichtig, dass der Kunde am Ende sagen soll, das ist eine echte Natursteinmauer. Also, wie bekommen wir immer diese schönen Mischungen? Vielmals bekommen wir Bilder von Kunden, die irgendwo eine schöne alte Mauer fotografiert haben und die dann die Frage haben, haben Sie so etwas im Programm? Na so, mit den verschiedenen Steintypen und Farben, was wir im Programm haben, haben wir die Möglichkeit, das Endresultat, was der Kunde eigentlich sich wünscht, zu bekommen. Wir haben in diesem Fall zwei verschiedene Fugen benutzt, um hier die verschiedenen Möglichkeiten zu schauen. In das untere Bereich sind wir ausgegangen von einer groben Fuge, ganz voll ausgefugt, und in das obere Bereich haben wir die Steine etwas enger verlegt, sodass die etwas enger verfugt geworden sind. Jedes Mal ist es sehr wichtig, die Ecksteine zu benutzen für die Glaubhaftigkeit. So jeden Steintyp bei GeoPetra hat auch immer seinen Eckstein. Ich möchte gerne dazu wiederholen, dass wir ca. 400 verschiedene Formen haben für die Ecksteine, wo wir ungefähr 600 verschiedene Formen haben für die Flachsteine, sodass wir keine Wiederholung in die Steinmauer bekommen. So, ich hoffe, dass Sie wieder etwas Neues gelernt haben und wir sehen Ihnen gerne wieder zurück bei einem folgenden Video.